Weiterbildung für Autoren, Axel. Ist das wichtig? Tun wir sowas? Was halten wir davon? Und überhaupt? Und überhaupt? Du hattest gesagt, die Idee für die heutige Folge ist natürlich mal wieder von einem unserer Zuschauer. Ja, Geschichten nennt sich unsere Zuschauerin und sie fragt ganz konkret, welche Schreibratgeber lest ihr denn eigentlich? Haben sie euch geholfen? Was haltet ihr prinzipiell von Schreibratgebern? Was haltet ihr von Autorenvereinigungen und wie ist es, sollten sich Autoren untereinander vernetzen? Und das habe ich gedacht, das fassen wir jetzt mal zusammen unter dem Titel, wie sieht's aus mit Weiterbildung und Fortbildung für Autoren? Ja, kann man eigentlich irgendwie nicht genug machen. Ja, fangen wir vielleicht mal mit der Gegenposition an. Ja. Wir haben ja auf der Buch Berlin, die vor relativ kurzer Zeit gewesen ist, Kontakt mit Martin Christ zum Beispiel gehabt, einem sehr sympathischen Autoren, der eine unglaublich hohe Produktivität hat. Und ich weiß von Martin, dass er sagt, learning by doing, diese ganzen Schreibratgeber, das juckt ihn nicht. Ja, ich vermute mal, das wird daran liegen, dass Martin Christ eigentlich schon vermutlich schon sehr viel gelesen und geschrieben hat. Ja. Das ist natürlich immer so eine Sache. Also wenn ich mein Leben lang nichts anderes gemacht habe, als Tische zu bauen, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwann aus dem Tischebauen was Berufliches mache, nicht mehr anfangen, eine Zimmermannsausbildung zu machen. Dennoch ist in Deutschland der übliche Weg, dass Tischebauer eine ganz klassische Ausbildung machen, alles, ich fische jetzt mal ein wenig im Trüben, weil ich es selbst nicht gemacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Dass sie alles rund ums Handwerk erlernen, vielleicht sogar wie bei den alten Römern die Tische gebaut wurden, nur der Vollständigkeit halber. Und aus irgendwelchen Gründen scheint sowas ja bewährt zu sein. Ja. Ja, ich würde auch noch mal ergänzen, es ist auch so eine Typfrage, ne? Also es gibt halt Leute, so wie ich, also und ich zähle dich jetzt auch mal dazu, soweit ich dich kenne. Also es ist eigentlich völlig egal, was ich mache, ob ich jetzt anfange, ein IKEA-Regal zu bauen, ob ich ein neues Hobby lernen möchte, ob ich, keine Ahnung, meinen Rasen mähen will, was auch immer. Das Erste, was ich mache, ist, ich gucke irgendwo nach, wie macht man es denn eigentlich richtig? Ne? Weiß ich nicht. Also okay, das machen wir denn doch anders. Beim was weiß ich, also wenn ich halt einen schönen Rasen haben will, also wenn ich nicht irgendwie gemäht haben möchte, sondern ich sage, ich will einen schönen, grünen, saftigen Rasen haben, dann frage ich mich, was für einen Dünger brauche ich, wie lang muss ich den denn schneiden, wann und wie muss ich den vertikutieren, wann und wie muss ich welche Nachsaat benutzen und so weiter. Das hast du dir echt angeschaut, Markus? Ja. Okay. Ja. Gibt es da Unterschiede? Ja, große. Und dann kommt noch mal hinzu, wenn man zum Beispiel Problemzonen hat, also jetzt fangen wir an, herzlich willkommen beim Gartenbau-Podcast, die schreibt der Litter. Nein, es kommt hinzu, wenn man Problemzonen hat im Garten zum Beispiel, also wie zum Beispiel große Schattenflächen oder so. Was macht man da? Wie kriegt man da Rasen hin, die wenn Bäume man keinen fällen. Hat? Was? Ja, zum die Beispiel. Bäume das kann man auch machen. Aber man möchte die Bäume haben und Rasen. Was kann man da tun? Und so weiter und so fort. Gar nichts, das funktioniert nicht. Doch, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es funktioniert. So, und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus will. Verlassen wir mal diese Analogie, bevor wir jetzt hier echt zum Gärtner-Workshop werden. Ich kann halt Ewigkeiten rumprobieren und es selber irgendwie versuchen. Und wahrscheinlich werde ich es auch irgendwann einfach schaffen. Und vielleicht bin ich ja auch der Mensch mit dem grünen Daumen und ich sehe das von Anfang an und sage, ey, cool, ich muss das und das machen und schon klappt's. Oder ich habe total viel Glück, das gibt's natürlich auch. Der Wind steht günstig und weht zufälligerweise vom Nachbarn irgendwelche Rasensaat zu mir rüber, die auf einmal total gut funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher groß, dass ich mit einem Do-it-yourself-Problem nicht so weit komme oder zumindest nicht so schnell so weit komme. Und ja, es fehlt auch so ein gewisses Gefühl, sag ich mal. Also ich brauche auch so ein Gefühl der Sicherheit oder ich möchte zumindest einfach wissen, wie macht man es denn eigentlich? Was ist der eigentliche Weg dabei? Wie machen das die Profis? Und fühle mich dann einfach auch ein bisschen besser zu wissen, okay, musst nicht in dieser bohrenden Frage weiterleben, habe ich dann eigentlich alles getan, was ich auch tun konnte? Ja. Ja, und aus dem Grund haben auch die Schreibdilettanten irgendwann mit Schreibratgedern angefangen. Richtig. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen jetzt in die etwas praktischeren Regionen zu ziehen, weil wir ja da Danke. Auch gefragt wurden. Bitte Danke. Gerne, jederzeit. Also bei mir konkret hat eigentlich alles irgendwie mit James and Fry begonnen. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich so wirklich systematisch über das Romanschreiben gelesen habe.
Das war, glaube ich, damals, wie man einen verdammten Roman schreibt, eins, was irgendwie nahe lag, weil da stand die eins drauf und da habe ich mir gedacht, ey, das ist irgendwie gut, wenn ich mir das als erstes Buch hole. Nichtsdestotrotz kann man von James. Wie man einen verdammt guten Roman schreibt, Axel. Ja, habe ich doch gesagt. Nein, du hast gesagt, wie man einen verdammten Roman schreibt. Okay. Macht nichts. Ja, es ist noch früher morgen. Ja. Wobei bei James and Fry ist es irgendwie eigentlich einfach. Man kann irgendwie alle seine Bücher lesen. Man kann sie auch fast in beliebiger Reihenfolge lesen. Na gut, wie man einen verdammt guten Roman 2 schreibt, würde ich jetzt nicht vor der 1 lesen. Und um seinen Thriller-Roman, um sein Thriller-Ratgeber-Buch würde ich einen Bogen machen. Aber ansonsten kann man eigentlich von James and Fry alles lesen. Markus' Favorit ist The Key, wie wir vielleicht schon mal ein paar Mal erwähnt haben. Und dann gibt es natürlich noch andere, viele andere gute Bücher über das Schreiben, die man lesen kann. Also mit anderen Worten... Markus, das wäre jetzt ein Stichwort für dich. Viele andere gute Bücher über das Schreiben. Du meinst natürlich unser zweitliebstes oder vielleicht liebstes Schreibbuch, ich bin mir mal nicht so ganz sicher, das von Stephen King, On Writing, Das Leben und das Schreiben auf Deutsch. Es ist ganz schön, also ich würde eigentlich jedem raten, wenn man nur zwei Schreibratgeber ist irgendwie der Zungenbrecher des Morgens, wenn man nur zwei verdammt, also wenn man nur zwei Bücher übers Schreiben lesen möchte, dann kann man halt eben On Writing und wie man einen verdammt guten Roman schreibt lesen, weil sie halt von zwei völlig verschiedenen Punkten herkommen, ne? Also James and Fry ist halt der Planer, so wie wir es sind, Stephen King ist eher so der Bauchschreiber, so wie das viele andere halt eben auch sind. James and Frys Romane hat kein Mensch gelesen, Stephen King steht bei jedem zu Hause. Ja, wobei also, ich das jetzt nicht auf die Methode schieben würde. Also nein. Es gibt genug Bestseller-Autoren, die ebenfalls nicht, Planer sind und umgekehrt. Nee, ist ja auch egal, ich wollte es halt nur gesagt haben, der Vollständigkeit halber, für diejenigen, die vielleicht auf der Suche nach dem richtigen Schreibratgeber sind. Und ja, On Writing ist auf jeden Fall ebenfalls ein sehr schönes Buch, weil es das Leben und das Schreiben, wie der Titel ja eigentlich schon so ein bisschen sagt, ziemlich gut verbindet und man so einen Einblick daran kriegt, was für eine Persönlichkeit ist Stephen King und wie macht er es halt. Und das ist, glaube ich, auch eine super interessante Sache. Ja. Für deutsche Autoren, die veröffentlichen wollen, würde ich noch sämtliche Werke von Hans-Peter Röntgen empfehlen, wenn es dann in Praxis geht, wie ich ein Exposé schreibe, wie ich einen Klappentext schreibe, wie ein Pitch funktioniert, wenn man im Selbstpublishing veröffentlichen wird, führt irgendwie nichts um die gesammelten Werke der Self-Publisher-Bibel herum. Wenn wir jetzt schon anfangen, hier Literaturtipps zu geben. Ja, wir wurden ja ganz konkret gefragt, deswegen dachte ich, machen wir das doch einfach mal. Dann würde ich auf jeden Fall auf diese Liste noch mein geheimes Lieblingsschreibbuch, zumindest mein deutschsprachiges, also von einem deutschsprachigen Autoren für den deutschen Markt produziertes, ein geschriebenes Schreibbuch gerne nennen. Und das ist von Anne Basener, Heftromane schreiben. Ja. Yeah. Man sollte sich von dem Titel nicht abschrecken lassen, auch wenn man keine Heftromane schreiben möchte. Dann ist dieses Buch meiner Ansicht nach ganz hervorragend, weil es einfach wirklich das Handwerk des Schreibens von der Pike auf sozusagen ganz systematisch darstellt. Und Heftromanautoren, man kann jetzt von ihnen halten, was man möchte. Ich halte sehr viel von ihnen, um das vorne wegzunehmen. Aber selbst wenn man nicht viel von ihnen hält, kann man ihnen nicht absprechen, dass sie ausgesprochen disziplinierte und systematische Schreiber sind. Was sie einfach sein müssen, weil sie halt in einer bestimmten, wie soll ich sagen, in einem bestimmten Gefüge arbeiten, dass diese Art und Weise zu schreiben einfach verlangt. Das heißt, wie entwickle ich Figuren, wie teile ich Kapitel auf, wie schreibe ich Treatments, wie kommuniziere ich über die Ideen, die ich habe und wie arbeite ich damit zum Lektor zusammen. Das sind alles Sachen, die in diesem Buch ganz hervorragend meiner Ansicht nach dargestellt werden. Und das sollte man sich geben. Auch wenn man kein Heftromanautor ist, kann das auf jeden Fall nicht schaden, um es mal so zu sagen. So, Markus, weitere Fortbildungsmaßnahmen. Also, ja. Schreibseminare wurden wir, glaube ich, gefragt. Haben wir beide besucht? Haben wir auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht? Es gibt sehr gute, es gibt weniger gute Schreibseminare, wie es so oft ist. So ist es ja mit Schreibbüchern auch. Da muss man halt ein bisschen gucken. Und dummerweise merkt man meistens erst, ob man an einem guten oder einem schlechten Schreibseminar teilnimmt, wenn man schon drin sitzt. Also das ist halt so ein bisschen das Problem. Die haben keine Qualitätssiegel vorne drauf, und also in der Regel jedenfalls nicht. Ja, keine Amazon-Sterne, die man sich anschauen kann. Ja. Ich habe mal auf diese Frage, wie kann man dann erkennen, ob ein Schreibseminar gut oder schlecht ist, oder wie kann man sicher gehen, dass man da eine gute Bank sozusagen mietet, die Antwort gegeben, es gibt genug Schreibseminare, die von bekannten Autoren veranstaltet werden. Von Thomas Finn über Markus Heitz bis Richard Dubell kann man eigentlich aus jedem Genre Autoren finden, die das gerne machen.
Und da würde ich einfach sagen, oder würde ich einfach den Tipp geben, sich das Genre rauszusuchen und den Autoren anzugucken. Mag man den Autoren, liest man ihn gerne, hält man ihn für vernünftig und dann bucht man halt eben das Seminar bei ihm. Das ist manchmal nicht ganz billig, aber je überzeugter man von dem Autor ist, je lieber man den liest, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Seminar für einen persönlich auch was bringen wird. Ja, ansonsten einfach ins Internet gucken. Oft finden Seminare ja nicht zum ersten Mal statt. Und da findet man vielleicht dann was von dem einen oder anderen Teilnehmer. Und natürlich sollte man sich vorher genau anschauen, was trägt denn überhaupt der Referent vor? Ist denn das jetzt das Thema, das mich wirklich genau interessiert? Positiv dazu kann ich sagen, ich habe eigentlich bei jedem Schreibseminar irgendwas mitgenommen. Es geht halt bloß darum, okay, wie viel kann ich jetzt in dem Schreibseminar mitnehmen und ist es das, was ich jetzt im Moment brauche oder was ich im Moment haben möchte? Richtig. Die Erweiterung vom Schreibseminar, und damit kommen wir auch schon ein bisschen in andere Regionen, ist so die Autorenreise. Ihr wisst ja, dass ich zum Beispiel mit dem Writing Excuses Team jetzt im Sommer zum zweiten Mal durch die Gegend per Schiff getourt bin. Auch eine Gelegenheit, um Seminare an Bord wahrzunehmen. Das wirklich Interessante für mich sind aber nicht die Seminare, die auch toll sind und auch interessant sind, weil sie halt auch nochmal den amerikanischen Blickwinkel ein bisschen zeigen, gerade wenn es um das Schreiben herum geht. Wobei das für deutsche Autoren jetzt vielleicht nicht so interessant ist. Ich meine damit, wie man jetzt in den USA eine Agentur findet oder vermarktet und so weiter. Das wirklich Interessante ist aber, andere mit anderen Autoren, gerade auch mit anderen internationalen Autoren zu sprechen. Und damit kommen wir schon so ein bisschen in Richtung des Vernetzungsthema, das Markus und ich für unheimlich wichtig halten und wo wir eigentlich nur sagen können, wenn ihr die Gelegenheit habt, mit anderen Autoren zu reden, egal ob es jetzt bei so einer Gelegenheit ist, oder vielleicht auf einer Messe oder bei einer anderen regionalen Veranstaltung, dann müsst ihr die eigentlich wahrnehmen, weil da könnt ihr unheimlich viel von profitieren. Richtig. Richtig. Also Vernetzung von Autoren können halt ja auf extrem vielen Ebenen stattfinden, sage ich mal. Ich kann halt mir eine Schreibgruppe suchen, ich kann mir per Internet wie soll ich sagen, eine Dating-Anzeige aufgeben, mit Autor gesucht oder was auch immer. Ich kann aber halt eben mich auch an große Vereinigungen wenden, Autorensofa, Self-Publisher-Verband, was auch immer. Es gibt Autorenforen im Netz, es gibt Facebook-Gruppen, was weiß ich. Also die Möglichkeiten sind ja unendlich. Und ich würde auch sagen, man macht eigentlich nichts falsch damit. Also es Nee. gibt einfach auch gar keine Alternative. Also man muss, wenn man nicht halt das Glück hat und schon sowieso Menschen im Freundeskreis hat, die auch gerne schreiben, dann muss man sich früher oder später jemanden suchen, denn ganz alleine in seinem eigenen Saft zu schmoren, das ist immer so das Idealbild des Autors. Ich weiß auch nicht, das ist so im Deutschen irgendwie drin. Vielleicht ist es auch in anderen Nationen drin, aber im Deutschen ist es auf jeden Fall drin, dass der Autor so ein Einzelkämpfer ist, der zu Hause einsam über seiner Schreibmaschine brütet. Aber das halte ich für einen ganz fatalen Weg. Auf jeden Ja. Fall. Das führt doch nicht weiter. Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, Markus und ich, wir fallen sozusagen auch, sind auch gerade aus der Buch Berlin rausgefallen, die jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Hängen noch so ein bisschen in den Seilen, weil so eine Veranstaltung ist natürlich schon anstrengend. Vor allen Dingen ist sie anstrengend, weil man unheimlich viele Gespräche führt. Und das ist aber dann auch wieder was, wo man von solchen Veranstaltungen wie Buch Berlin, Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse, Buchcon oder was auch immer profitiert. Weil man da halt mit anderen Autoren ins Gespräch kommt und halt die Fragen, die einen beschäftigen, wo es dann vielleicht weniger um das Schreiben selbst geht, aber vielleicht auch Ach, so mehr um viele das Sachen. Veröffentlichen und das Drumherum, ja, um das gesamte Autorenleben, weil man die Fragen da wirklich los wird und auch einen riesigen Motivationsschub mitnimmt. Und das ist dann Richtig. schon wieder so das dritte Standbein, das man als Autor pflegen sollte, durch solchen Input von außen für eine gesunde Motivation zu sorgen. Man kann da so viele Sachen mitnehmen. Zum Beispiel, was mir immer ganz wichtig ist an so einer Gelegenheit ist, wo stehe ich denn eigentlich? Also, wenn man nur alleine zu Hause sitzt und nicht den Kontakt mit anderen Autoren sucht, woher weiß man dann sozusagen, auf welchem Level man sich gerade befindet? Bin ich zum Beispiel, das ist für Leute, die halt sich mit dem Gedanken zum Beispiel tragen, ins Self-Publishing zu gehen, bin ich denn schon veröffentlichungsreif? Also, wo genau bin ich denn da? Bin ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Know-how und was auch immer? Und sowas kann ich ja zum Beispiel im Gespräch irgendwie auch herausfinden. Oder halt eben ganz praktische Tipps. Wie veröffentlichst du? Was machst du? Mit wem hast du Erfahrungen gemacht in der Buchbranche? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Was kannst du empfehlen? Und so weiter und so fort. Also das sind ganz wichtige, also neben natürlich, also wir stellen es jetzt gerade so dar, als wäre das irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so eine rein informative Angelegenheit. Natürlich steht im Vordergrund, das ist natürlich auch das Schöne, dass man mal die Gelegenheit hat, einfach auf dutzendweise Hunderte von Autoren oder auch so zu treffen.
mit denen man sich halt einfach mal austauschen kann. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, dass man auch mal merkt, wenn man ansonsten immer so der Exot ist, sage ich mal, in der Familie und im Freundeskreis, wo alle sagen, so, was machst du? Das ist aber irgendwie komisch. Schreiben ist da irgendwie was für Nerds. Und man merkt halt irgendwie plötzlich, nee, also ja, vielleicht schon, aber es gibt jedenfalls viele von uns. Dann ist das auch keine schlechte Sache. Ein schöner Nebeneffekt. Ja. Eine Kleinigkeit, die wir noch vergessen haben. Es gibt natürlich im Internet viele Fortbildungsmöglichkeiten. Da gibt es unheimlich viele Webseiten, die man besuchen kann. Markus' Blog ist da ein leuchtendes Beispiel in Deutschland. Es gibt Podcasts, es gibt YouTube-Channels. Und da sind wir auch schon beim Thema Schreibdilettanten. Ja, vielen Dank, dass ihr uns die Woche wieder zugehört habt. Die Viertelstunde ist schon irgendwie so um. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, loswerden wollt, für Fortbildung ist eigentlich immer die richtige Zeit. Das ist etwas, womit man als Autor nie aufhören sollte. Und deswegen solltet ihr auch nicht damit aufhören, unseren Channel regelmäßig zu sehen. Und um das sicherstellen zu können, könnt ihr unseren Channel abonnieren und sogar auf das kleine Glockensymbol klicken. Dann werdet ihr völlig automatisch unfassbar von YouTube benachrichtigt, wenn wieder eine neue Folge der Schreibdilettanten eingeht. Wunder der modernen Technik. Um uns auch zu ermöglichen, dass wir die nächste Folge aufnehmen können, könnt ihr uns auch noch einen Daumen hoch geben uns weiterempfehlen. Das hilft uns auch immer sehr stark weiter und gibt uns ein bisschen Rückenwind. Sowas darf man nicht vergessen. Und bevor wir jetzt hier ausklingen, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wir haben es geschafft. Wir haben eine Torte bekommen. Oh ja, Mann, verdammt. Ich halte sie jetzt mal. Halte sie mal in die Kamera. Sie. Ich halte sie mal in die Kamera. Für diejenigen, die das erste Mal zuschalten, wir haben eine Wette zu laufen gehabt, dass wir es schaffen, bis zu Buch Berlin 2000 Abonnenten zu bekommen. Wir haben diese Marke knapp gerissen. Entschuldige Markus, wobei ich sagen muss, ich habe kürzlich bei YouTube nachgeschaut auf unserem Kanal und da wurde plötzlich 2000 Abonnenten eingeblendet. Das muss irgendein Softwarefehler gewesen sein, weil als ich dann weitergegangen bin, warum hast du keinen Screenshot gemacht? Ganz genau, weil ich wahrscheinlich hat er irgendwie einen, ist das die Belohnung dafür, für diesen Fehler? Egal, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank an Joe Romick, unseren Zuschauer, Romick, ich weiß es immer noch nicht, verdammt, ich hätte ihn fragen können auf der Messe. Ja, er hat uns diese Torte gebracht. Sie ist im Gegensatz, also erstens, mit ihm hatten wir die Wette gar nicht, das ist ja das Tolle an der ganzen Sache, wir hatten ja nicht mit ihm zu laufen und es ging ja eigentlich auch um eine selbstgebackene Torte. Wir haben die 2000 Follower nicht geschafft, deswegen ist diese Torte nicht selbstgebacken, was aber gar kein Problem ist, also ich esse sie trotzdem. Wir essen sie trotzdem, aber was soll ich sagen, also ich finde die Geste einfach toll und wollte mich an dieser Stelle natürlich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Wenn ihr dem Beispiel von Joe folgen wollt. Solche Torten und ähnliche schmecken uns immer. Wir werden ja oft gefragt, wie kann man euch unterstützen? Warum kann man kein Geld an euch geben? Bezahlt diese Torten aus. Ich habe da gar kein Problem. Nein, bitte nicht. Ich will nicht so viele Torten essen. Ich nehme auch als Alternative Burger, Pizza oder ähnliches. Das ist alles meine Leibgerichte. Oh Gott, Lasagne. Was hast du getan, Markus? Ja, was ich? Also ich möchte auf der nächsten Messe verköstigt werden. Der Anfang ist gemacht. Nein, alles nur Spaß. Ja. Aber vielen, vielen Dank, Joe. Wir haben uns wirklich riesig darüber gefreut. Wir haben uns riesig gefreut, ganz, ganz tolle Geste. Vielen Dank auch an alle anderen, die uns auf der Buch Berlin besucht haben und uns mit ihren wirklich unterstützenden Kommentaren. Das war unfassbar toll. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Genau, eine große Freude bereitet haben. Auch nochmal ein Dankeschön an alle Besucher unseres Workshops bzw. unseres kurzen Vortrages, den wir da hatten. Der war unglaublich gut besucht. Ja. Wir sind bei aller Bescheidenheit sind wir über den Klee gelobt worden. Das hat uns sehr gefreut. Achso, wolltest du gerade sagen? Vielen Dank an euch. Egal. Alles gut. Was? Ja, in dem Sinne, schreibt schön, bevor wir uns noch über Kopf und Kragen reden. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.